Wir zeigen euch eine Versorgung am Unterarm in der sogenannten Intrinsic-Plus-Stellung. Bei dieser Versorgung muss die Hand in Überstreckung fixiert werden, die Finger gestreckt auf der Schiene aufliegen, die Finger im Winkel von 90 Grad auf der Schiene liegen und das alles mit der verletzten Hand. Diese Versorgung stellt viele Anwender vor eine Herausforderung. Wenn wir uns das mal anschauen, die Hand sollte nach dem Anlegen der Schiene in der sogenannten Überstreckung fixiert werden. Das ist schwierig für den Patienten in dieser Position, denn wenn der Patient die Hand locker lässt, fällt die Hand in die Flexion. Und die Lösung hier ist, leg die Hand doch in diese Richtung. Jetzt fällt die Hand in die Extension. Nimm ein kleines Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese Rolle, und die Hand fällt schon in die Dorsalextension. Und nun berühre nicht mehr die Finger und berühre nicht mehr die Hand, denn alles das, was du jetzt tust, tut dem Patienten weh. Wenn ich jetzt die Schiene anlege, dann werde ich das nur mit der Schiene tun in dem richtigen Winkel. Und erst wenn die Schiene fest ist, dann lege ich die Finger auf. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir brauchen eine Schiene, je nachdem wie viele Finger aufgelegt werden, in der Breite 7,5 oder 10 cm von dem Dynacast Prelude. Ich entscheide mich jetzt für 7,5 cm, weil meine Patientin eine Zwei-Fingerschiene bekommt. Und zwei Finger bedeutet, dass die anderen beiden Finger, die nicht aufgelegt werden, freigeschnitten werden. Und zwar so weit freigeschnitten werden, dass man sie noch beugen kann. Immer freischneiden bis unterhalb der Beugefalte. Das hier ist die Beugefalte und darunter wird freigeschnitten, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Ich nehme die Rolle noch einmal weg. Zum Abmessen brauchen wir sie im Moment nicht. Das heißt, ich brauche die Länge von den Fingerspitzen bis Mitte Unterarm. Ich messe das mit den Fingern ab, übertrage das auf die Schiene und dann kann es losgehen. So. Jetzt die Handschuhe anziehen. Denn jetzt müsst ihr das Glasfasermaterial anfassen. Polsterung öffnen. Ein Ende abrunden. Die Schiene einlegen und die Hand des Patienten drehen. Wir nehmen mal an, ich lege der Patientin eine Zwei-Fingerschiene an für den Zeigefinger und den Mittelfinger. Also eine Fingerschiene für D2 und D3. Jetzt lege ich die Schiene so auf, dass die Fingerkuppen vorne hinausschauen. Jetzt würdest du sagen, die Schiene ist viel zu kurz. Die Schiene ist nicht zu kurz. In dem Moment, wenn die Patientin die Finger auf 90 Grad anbeugt, ist die Schiene sogar ein Stück zu lang. Das bedeutet, jetzt bitte mal die Finger strecken. Jetzt sehe ich aber genau, wie breit zwei Finger sind und in dieser Breite wird nun die Schiene schmal geschnitten. Die Schiene bitte nicht breiter lassen als zwei Finger, denn sonst steht die Schiene etwas über und du kannst die anderen beiden Finger nicht mehr endgradig beugen. Schneide die Schiene runter bis unterhalb der Beugefalte, Schiene zurückklappen, anschauen, wo ist die Beugefalte? Sie ist hier und genau hier kannst du dir einen kleinen Einschnitt machen und dann schneidest du die Schiene runter bis zu diesem Einschnitt, hier leicht schräg schneiden. Das war's. Dieses Stück brauchen wir noch. Und ihr seht, ich lege die Schiene auf die andere Seite. Die gerade Seite der Schiene liegt an der geschlossenen Polsterseite. Die Polsterung etwas stretchen. Somit ist die Polsterung länger als der Inhalt. Dieses Stück halbiert ihr nochmal. So, dann habt ihr einen schmalen Streifenkast. Und dieses Stück von dem Dynacast Prelude legt ihr jetzt an den Übergang von schmal zu breit und könnt somit die Schiene um das Doppelte verstärken und damit wird sie sehr viel schneller, sehr viel stabiler im Bereich der Beugefalte. Um nun diese Stelle hier abzupolstern, reicht es nicht aus, die Polsterung einfach umzuklappen, so geht es nicht. Aber, ich nehme die Hand noch einmal rüber. Ich schneide die Polsterung diagonal ein bis knapp vor den Glasfaserkern und lege jetzt beide Lagen über den Glasfaserkern. So habe ich die Kanten abgepolstert. Was zu lang ist, schneidest du ab und jetzt kann es auch schon losgehen mit dem Anfeuchten. Das Ende kannst du jetzt schon rundschneiden, wobei es durchaus sein kann, dass du da noch mal etwas nachjustieren musst. Anfeuchten. In die Polsterung legen. Und dann wird angewickelt. Den Handschuh kannst du ausziehen. Polsterung umklappen. Über die Kante. Polsterung verschließen. Den Überstand der Polsterung entfernen.
So, mit diesem kleinen Trick hast du alle Kanten abgepolstert und die Patientin hat keine Glasfaserkante zwischen den Fingern und auch keine Glasfaserkante in der Handinnenfläche. Die Schiene wird angelegt, die Beugefalte der Hand ist frei, das heißt, diese Finger kann sie beugen. Ja, und jetzt die Schiene erstmal am Unterarm fixieren. So. Einmal durch die Hand wickeln. Da reicht es aus, wenn du die Binde einfach etwas faltest. Und nun kann die Binde ruhig auf der Rolle bleiben, den Arm ablegen, die Hand überstrecken. Und alles, was du tust, ist jetzt nur mit dem Zeigefinger die Hand in der Überstreckung zu halten. Nimm die Schiene und klapp die Schiene jetzt komplett um auf sich selbst. Die Finger und die Hand berühren wir nicht, die sind verletzt, die sind angeschwollen und die schmerzen. Die Schiene einen kleinen Moment zu halten. Jetzt merkst du, die Schiene wird langsam fest. Und während der Aushärtung lässt du jetzt die Schiene los. Jetzt kommt die Schiene zurück. Und in einem Winkel von 90 Grad wird die Schiene jetzt festgehalten. Und alles, was du machen musst, ist einen Moment warten, bis das Harz, bis der Aushärteprozess so weit fortgeschritten ist, dass du loslassen kannst, ohne dass die Patientin die Hand wieder beugt und du die Finger auf der Schiene fixieren kannst. Nachdem die Schiene etwas angehärtet ist, kannst du nun die Hand auf der Schiene fixieren. Das bedeutet, jetzt fixierst du nochmal die Hand auf der Schiene. So. Und schneidest die Binde ab. Jetzt kommt der zweite Trick. Nun ist es wichtig, die Finger auf der Schiene zu fixieren, aber nicht Haut an Haut. Alternativ zu einer Kompresse, alternativ zu einem Schlauch, könnt ihr auch Folgendes tun. Ich nehme die Binde und lege die Binde zwischen die Finger und nun wickel ich mit der Binde einmal um die Finger. Hab damit die Finger fixiert und nun kann ich mit der Binde die Finger auf die Schiene legen. Und fixiere jetzt die Finger auf der Schiene mit der Binde. Jetzt liegt nicht mehr Haut an Haut, sondern etwas Stoff zwischen den Fingern. In dem Moment, wenn du mit der Binde auf dem Mittelgelenk, auf dem Pip bist und der Patient die Finger noch nicht richtig strecken kann, kannst du etwas Zug ausüben mit der Binde, leg die Binde an und lass sofort wieder locker. Das Ganze machst du ein bis maximal zweimal. Und in dem Moment, wenn die Finger abschwellen, werden die Finger durch den Druck der Binde automatisch gerade auf der Schiene liegen. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Jetzt komme ich hier oben raus und wickel mit der Binde diagonal nach hinten zum Handgelenk. Drehen wir vielleicht mal so. Und vom Handgelenk wieder diagonal nach vorne zu den Fingern. Hier vorne lässt sich die Binde etwas zusammenfalten, damit sie nicht zu breit ist. Und wieder zurück zum Handgelenk. Jetzt einmal am Handgelenk fixieren. Und die Schiene ist am Arm. In dem gewünschten Winkel, Hand überstreckt in Dorsalextension, Finger liegen gestreckt auf der Schiene im Winkel von 90 Grad. Die Polsterung vorne etwas wegschneiden. Jetzt liegt aber der Glasfaserkern vorne frei. Und um diesen Glasfaserkern etwas abzupolstern, um nicht dich selbst oder andere zu verletzen, reicht es aus, ungefähr 15 bis 20 cm von der Binde abzurollen. Diesen Streifen doppelt zu legen, der Länge nach und nochmal der Breite nach. Und diesen Streifen legst du jetzt mit Zug über die Kante. Jetzt ist die Kante abgepolstert, hält von alleine nicht. Deswegen mit einem Stückchen Binde, final fixieren, vorne rumwickeln, so, zurückkommen und mit der Binde hinten am Handgelenk einmal fixieren. Das war's. Das ist eine Versorgung, eine Vorgehensweise, die Finger in Intrinsic Plus zu versorgen. Und mit der ihr es wesentlich einfacher habt, diese wirklich schwierige Schiene den Patienten doch relativ einfach anzulegen. Sprecht unseren Außendienst, unseren Kundenservice an. Wir kommen gerne zu euch und trainieren euch. Wir sind euer Partner für den Alltag im Castraum. Wenn das Video für dich hilfreich ist, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen, und dann sehen wir dich hoffentlich im nächsten Tutorial wieder.